Nicht mit mir, Jungs. Nick mit mir. Da schmeißen wir doch was aus unserem Inventar weg. Das ist kein Medipack. Dann nehme ich lieber Munition auf. 2200 Kugeln. Top. Oh go, hier ist wohl irgendwas. Jetzt weiß ich, wofür dieses ist. Oh, wir erfrieren mal wieder. Ah! Ich weiß nicht wenigstens, was da hochkommt. Diese Armgedönse von den Typen. Das hindert mich nicht daran, trotzdem zu erfrieren. Komm her. Hab ich hier gerade meinen weggenommen, wa? Ich hab dich ausgespießt, das tut mir leid. Irgendwie nicht. Da hat Isaac gerade derbe verkackt gehabt. Leute, ich brauche Temperatur. Und das am besten jetzt, nicht später. Oh, jetzt ist es warm. Das ist gut. Ist hier irgendwas? Ein Tesla-Kern. Und mal wieder sagt mir, dass das Inventar voll ist. Toll. Eine Sache, die Welt mal wieder nicht braucht. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Ab was? Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Diesem Hund wird ein Schneeanzug benötigt. Hä? Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Top. Den haben wir jetzt. Also müssen wir mal da rein und einen Schneeanzug holen. Vermute ich. Ergibt zumindest halbwegs Sinn. Oh! Fuck. Isaac! Hol mich der Teufel! Wo sind denn die anderen? Sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kamm. Wir haben Schneeanzüge gefunden. Aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Unten im Keller könnten noch welche sein. Könnten? Der Aufzug ist hinüber. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche, also... Haben wir... nicht nachgesehen. Buckle. Kapitel 9, Vorwärtswegstation. Da unten kamen so Kratzgeräusche. Anhand der Musik lässt sich schon erahnen, was da wieder abgeht. Irgendwie Psycho-Scheiße, so wie immer eigentlich. Vor allen Dingen, die kam auch nicht mal auf die Idee,
hier rumzulatschen und den Generator zu aktivieren. Die sind mir vielleicht lustig, die Typen. Hier ist sogar eine... Boah, hier ist sogar eine Rückwärts, hier Eselficker, ey. Ja, Tesla, ja. Ja. Komm schon. Hab was Gutes gefunden. Bin ich nicht gut. Das war eigentlich nix. Du Lobob. Ach. Ja. Medipack-Mittel. Ja, und so gesehen. Ist das denn Kanister? Quatschmodul. Interessant. Munitionsclip. Kann ja heiter werden. Ich kann mir schon denken, was man da so tun muss. Aber das ist auch nicht wirklich schwierig. Wir müssen da hingehen, Zahnräder einbauen. Ja. Rein hypothetisch gesehen könnten wir uns eine neue Waffe bauen. Die Rahmen, die wir dafür haben, sind, naja, nicht die geilsten, aber sie war Kanister abfeuert. Interessant. Lol. Was ist das? Lustig. Brandgranaten. Weißt du, das Ding ist auch lustig. Schienenbeschleuniger. Er schafft Laserminen. Lol. Geil. Gerichtetes Schwebefeld. Das ist auch cool. Also die Waffe ist bestimmt lustig an sich. Ja, das Einzige, die kann natürlich keine Tools dran anbringen. Wegen dem Überwachungsgedöns hier. Plasmakern, Tool zum Schneiden. Ja, was haben wir denn oben? Da könnten wir einen Kompressor herstellen. Ja, das ist eigentlich relativ. Die können wir auch wieder auseinandernehmen. Die Waffe ist Schrott. Dass man das auch nicht verwerfen kann, ne? Dass man sowas zusammenbaut. Toll, die Waffe wurde in den Safe gelegt. Ja, bitte. Ich meine, was will man denn damit? Ganz vorsichtig hätte ich jetzt gesagt, nix. Gut. Wir nehmen uns jetzt mal so ein Teil mit. Wir nehmen uns so ein Teil mit. Da. Ja. Wo habe ich das Teil hingeschossen? Da. Die könnte mich ruhig in Ruhe lassen. Auf jeden Fall brauchen wir das. Ich hole die ganzen Dinger mal hier rüber. Das wird aber sicherlich sehr nervig. Fortschritt wird gespeichert. Ich habe da so ein Ding hingelegt. Okay, ich glaube, ich habe irgendwas gehört. Das gefällt mir nicht. Dass ich das hier so rumtransportieren muss. Und diese Wustinette draußen rumflitzt. Toll. Das war alles.
Oh, das hat sich aber gelohnt. Oh Leute, da musstet ihr euch aber so anstrengen, unglaublich. Hier spricht Private Sam Ackerman, 41. Engineering. Hab Ihnen gesagt, Sie dürfen die Infizierten nicht essen. Sie fingen an, sich zu verändern, wurden lichtempfindlich. Meine Taschenlampe allein reichte, damit sie durchdrehten. Ich habe den Aufzug deaktiviert, um sie dort unten einzusperren. Möge Gott ihrer Seelen gnädig sein. Schön zu wissen. Hier geht jetzt also bestimmt die Action unten ab. Mal wieder. Was auch sonst, Leute. Was auch sonst. Suchrobot wartet an der Bank. Also, wir werden jetzt hier unten... Alter! Was war das denn? Alter, das Ding bin ich ja mal überhaupt nicht. Das gefällt mir nicht. Das Ding ist neu. Sag mein Inventar. Nicht voll gut. Deswegen wollte ich das wissen. Alter, du kleines, ekliges Mistvieh, wo bist du hingegangen? Das Ding fand ich jetzt schon... eklig. Ja, super. Oh Gott, die Viecher haben sich alle schön eingebeutelt. Wo ist denn das Teil hin? Ich werde mich jetzt erschrecken, habe ich das Gefühl. Alter, wo ist denn das? Oh Gott. Oh Gott. Ich finde das voll uncool. Was ist das denn? Sag noch! Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Alter! Was sind das denn für Viecher? Puh. Ja, lichtempfindlich. Das scheint wohl zu stimmen. Wenn ich die anfixe, dann krümeln die sich. Boah, Alter, was war das denn für ein Zeugs, ey? Ging ja mal gar nicht klar. Hör mal ab. Persönliches Log, Sam Ackerman. Seit 3 Tagen verstecke ich mich mucksmäuschenstill im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austricksen, wenn... wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen. Ackerman! Bist du da? Oh Gott. Ich rieche dich. Ich rieche... frisches Fleisch! Ja, okay, wenn man... Sachen wirft, gehen sie den Geräuschen nach. Warum sollte ich denn Sachen schmeißen, vor allen Dingen? Gehen immer relativ schnell kaputt, können die denn Türen öffnen?
Komm schon, mach das Ding ab. Alter. Boah. Unlustige Zeitgenossen, ja, dann kommt doch direkt alle hier durch. Das geht wenigstens viel schneller, wenn die alle hier durchjumpt. Hopp. War noch nicht alles. Hopp. Go, go. Und noch einer. Komm. Und noch einer. Alter! Wie viele? Ich frage mich langsam, ob da unendlich viele von euch kommen, wenn ich hier warte. Man könnte jetzt sagen, ja, bestimmt. Boah. Alter, ey. Das sind so unlustige Mistviecher. Was habe ich denn hier? Kompakter Standardrahmen. Hammergeil, den kann man nicht auswählen. Dann wähle ich Munition aus. 10er-Pack. Und hebt die Upgrade-Platine hoch. Die aber ziemlich scheiße ist mit Schaden und Clip. Da kriegt man doch einen Affen bei diesen ekligen Mistgurken. Pumpstation. Ich gehe hier erstmal mich umgucken. Nee, das ist die einzige. Der einzige Weg, Alter, wie viele die denn waren. Man kann ihnen zugutehalten, dass die nichts durchhalten. Dass sie dich theoretisch gesehen. Dass du dich theoretisch gesehen in eine Ecke stellen kannst und warten kannst auf die Viecher. Weil die. Können die hier nicht durch? Irgendwie nicht. Alter, die Viecher sind. Komm, hier. Hier kann man gut suchen. Ich finde diese Viecher echt eklig. Warum ist die Tür wieder aufgegangen? Würdest du bitte zubleiben? Danke. Da unten gibt's Stase. Und vom Geräusch her würde ich sagen, ja, die werden jetzt gleich massenweise auf mich zustürmen. Ach so. Ja, wir wissen ja, was wir jetzt machen müssen an diesen Rätseln. Wobei. Rein hypothetisch gesehen. Auch das.